Hallo ihr lieben Daheimhocker, ich hoffe, euch ist nicht allzu fad. Wenn doch, dann könnt ihr mitmalen. Heute machen wir Kubismus. Das kommt von dem lateinischen Wort Cubus, Würfel. Ist eine Malrichtung, kein Hustensaft. Und der berühmteste Maler, der das eigentlich auch erfunden hat, ist Pablo Picasso. Der hängt in jedem riesigen Museum weltweit. Ins Museum werden wir vielleicht mit unseren Malereien heute nicht kommen, aber wir können es ja mal ausprobieren, ob man damit was Schönes hinbekommt. Und zwar besteht also nun mal Kubus Würfel, also Kubismus besteht aus vielen Würfeln, können aber auch Dreiecke sein, können Kreise sein, letztlich geometrische Formen. Jetzt haben ja viele ja schon Geometrie in der Schule, haben vielleicht ein Geodreieck, ein Lineal, vielleicht eine Schablone für Kreise. Wenn nicht, also für statt einem Lineal kann man auch einen Pappkarton nehmen oder einen Stift. Und für Kreise kann man sich einfach eine Tasse aus der Küche nehmen und die dann aufmalen. Und da probieren wir doch mal, ob wir was Nettes zusammenbekommen. So, und weil ich auch kein Lineal habe, habe ich mir jetzt einfach hier so einen Meterstab genommen und ein paar Förmchen hier an der Seite für meine Kreise. Und dann lege ich mal los. Und weil ich jetzt natürlich will, dass es was Lustiges wird, würde ich jetzt ein Gesicht zeichnen. Und mein Gesicht, muss nicht ganz genau sein, schaut so ungefähr so aus. Also ein Viereck. Und damit man es jetzt besser sieht, mache ich das freihändig. Aber ihr könnt es ja dann mit einem Lineal machen oder Geodreieck. Dann mache ich hier jetzt Augen rein. Mein eines Auge ist ein Dreieck, das andere glaube ich auch. Die Nase ist vielleicht ein kleines Viereck und der Mund wieder ein Dreieck. Also lauter geometrische Formen. Für meine Ohren, die male ich jetzt, und das kann sich ruhig überlappen, da male ich jetzt einfach mal hier diesen Kreis nach. Und das andere Ohr auch. Also es wird schon eine komische Figur natürlich. Und für meine Haare will ich jetzt, naja, wie so eine Art Krone, sagen wir mal, aus lauter Dreiecken. Die darf man ruhig auch hier bis zum Ende malen, durchmalen. Ne? So, lauter Dreiecke. Und damit jetzt das gesamte Bild auch noch toll ausschaut, male ich da jetzt einfach nochmal ganz vogelwild Kreise drüber. Oder, ja, hier vielleicht auch nochmal, oder da nochmal eins. Zack. Und nochmal ein paar Dreiecke mehr. So. Und vielleicht hier nochmal ein Viereck hin. Das darf sich alles ruhig überlappen, das schadet nichts. Ja? So. Ich muss ja nicht alles ausmalen. Also man muss ja nicht alles total fertig machen hier. So. Und das ist jetzt meine Vorzeige. Ah, halt einen Hals will ich natürlich. Ist ja auch wieder ein Viereck irgendwo. So, und das ist schon mal die grobe Vorzeichnung für den Kubismus. So, und dann nehme ich mir einfach mal drei verschiedene Farben. Weil zu bunt soll es jetzt auch nicht gleich werden. Ich nehme mir grün, gelb und weiß. Und ihr könnt euch jede Farbe natürlich nehmen, wie immer. Rot, blau, was auch immer. Ich fange jetzt mal an mit Grün und da male ich jetzt erstmal vielleicht meine Augen einfach aus. Das Ganze übrigens auf einem stinknormalen Blatt, das geht ganz, also ein bisschen dickeres vielleicht. Jetzt will ich also erstmal hier meine Augen so ein bisschen malen nach Zahlen, aber es muss auch nicht total perfekt jetzt sein. Einfach nur mal, dass man so ein bisschen geometrische Formen ausmalt. So. Zum Beispiel ist das jetzt grün geworden. Ja, machen wir doch hier gleich mal weiter. Das hier wird auch grün. Ein bisschen, wenn es so dick und barzig ist, wie ich das gerade habe, dann könnt ihr das gut verteilen. Einfach so ein bisschen. Zack, zack, zack. So. Und dann sieht man schon hier, dass die einzelnen Formen, die ich so übereinander gelegt habe, die ergeben ja immer wieder so eigene Formen. Jetzt male ich also hier nicht den ganzen Kreis aus, sondern einfach nur das,
was mir übrig geblieben ist von diesen ganzen anderen, die ich da drüber gekritzelt habe. Was ich immer auslasse, hier zum Beispiel, das lasse ich jetzt aus, weil das könnte jetzt gelb werden. Also lasse ich das mal aus und mache erst den nächsten Teil, den ich hier sehe, wieder in grün. Die Farben sind euch total überlassen. Ihr könnt es auch kunterbunt machen. Ich wasche jetzt zum Beispiel noch nicht mal den Pinsel aus. Das sind übrigens wieder Acrylfarben. Man kann das genauso mit Wasserfarben machen. Fingerfarben, was auch immer. Ja? Und es muss gar nicht perfekt sein, oder wenn dann mal irgendwie ein bisschen Farbe mit reinkommt. Von dem, eben bei mir jetzt das Grün, das schadet nichts. So, macht es doch ganz interessant. Dadurch wird es ja ganz einzigartig auch. So, jetzt habe ich wieder das Feld ausgemalt. Aber seht ihr schon langsam, ne? Es entwickelt sich so, dass man einfach durch die verschiedenen Quadrate aber trotzdem noch erkennt, dass ich ja eigentlich mal ein Gesicht malen wollte. Und nicht ganz bis zum Rand malen, weil sonst ist der ganze Tisch ja voll. Das wäre ja auch doof, ne? Also ruhig hier mal ein bisschen Rand freilassen. So, dann kann man auch ein bisschen mit Weiß dazugehen. Muss ja nicht jede Fläche völlig in einer Farbe sein. Schaut noch komisch aus, wird schon noch. Wer will, kann das natürlich auch alles ganz sorgfältig bis in die letzten Spitzen ausmalen. Das mache ich jetzt nicht, weil sonst brauche ich ja 100 Jahre. Und so lange könnt ihr das gar nicht angucken. So, da kommt das Orange dann wieder ein bisschen. Da kann man ruhig mal durchmischen. Guckt ihr, wenn ihr das hier da vorher weiß gemalt habt, und jetzt gehe ich mit dem Gelb dann da rein. Ist auch lustig. So. So, und ein bisschen wälzt sich das Papier dann, weil es natürlich Wasserfarben sind. Und wenn man nicht dickeres Papier nimmt, so wie ich jetzt, dann kann sich das bisschen wellen. Das macht nichts. Wir kleben das nachher nämlich auf. Man kann auch mal so ein bisschen dagegen drücken. So, und jetzt, man kann es auch sauberer ausmalen, logischerweise, als ich das jetzt gemacht habe in der Geschwindigkeit. Und jetzt, weil mir der Kubismus alleine mich nicht so zufrieden stimmt und ich gerne Comics mag, male ich jetzt die Outlines von meinem Gesicht einfach mit einem dicken Filzer nach. Meine Outlines nennt man das, die Außenlinien vom Gesicht, die Augen umrahmt, weil ich halt Comic ganz gerne mag. Muss nicht perfekt sein, einfach ein paar Strichlein nach. Wer aber Lust hat, kann natürlich das auch mit dem Geodreieck machen, ne? So, und jetzt erkennt man doch schon dieses Gesicht ganz gut. Hier sind noch die Barze, da kann ich nicht drüber malen. Zack, zack. So, und der kriegt noch Zähne, der komische Vogel. Hier ist der Hals und ihr könnt natürlich die ganzen Felder noch ein bisschen besser ausmalen. Das habe ich jetzt in der Geschwindigkeit nicht gemacht
Und wer möchte, kann natürlich auch noch schöne Augen reinmalen. Wenn ihr überhaupt solche Gesichter malen wollt oder einfach nur ein Haus oder einfach nur Formen, man kann einfach alles übereinander legen, wie ihr seht, wie hübsch diese verschiedenen Felder das jetzt machen. Und ich mache immer, wenn ich Comic-Augen mag, dann male ich irgendwo mir einen Kreis und den male ich aber nicht ganz aus. Seht ihr, da ist nämlich hier so ein ganz kleiner Teil, lasse ich frei. Ein Kreis und ein Kreis. Teil lasse ich frei. Der schaut jetzt zwar ein bisschen grimmig, aber das macht überhaupt nichts. Und schon habe ich ein ganz hübsches Bild. Das schneide ich jetzt mir noch an meinen Kanten aus, die ich nämlich nicht bemalt habe, damit ich nicht den ganzen Tisch voll male. Und dann klebe ich das auf ein dunkles Papier. So, und das ganze Bild, das habe ich jetzt abgeschnippelt. Da habe ich einfach den ganzen Rand, alles, was mir nicht so gefallen hat, habe ich abgeschnitten, dass überall alles voll gemalt ist. Und es schaut da schon ganz lustig aus. Und wenn das noch ein bisschen zu fad ist, der kann das so machen, dass er wie hier zum Beispiel Flächen mit Punkten füllt, mit Strichen füllt, dass man einfach noch ein paar Muster drauf malt. Ja? Und dann gibt es natürlich noch mal ein bisschen mehr her und ist interessanter. Und das Ganze heißt, nur dass ihr auch was lernt, Kubismus. Von Kubus, der Würfel im Lateinischen. Und heute Abend könnt ihr eure Eltern fragen, ob sie denn wissen, was Kubismus ist. A, eine Automarke, B, ein Hustensaft oder C, ein Malstil. Und ich glaube, ihr wisst das jetzt bereits. Ciao.